Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Stefan Mayer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich möchte zunächst mal eines feststellen. Seit die CDU-CSU wieder in Regierungsverantwortung ist, seit dem Jahr 2005, steht das Thema Integration endlich wieder ganz oben auf der politischen Tagesordnung. Wir reden nicht nur von Integration, wir machen was für Integration. Es gibt eine außerordentlich engagierte und sehr erfolgreiche Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Staatsministerin Professor Böhmer. Wir haben klargemacht als CDU-CSU, dass es nicht an den finanziellen Ressourcen scheitern darf, wenn es darum geht, Ausländern oder auch Aussiedlern die erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse beizubringen. Das gilt sowohl für Ausländer und Aussiedler, die schon länger in Deutschland sind, als auch für die, die neu in unser Land kommen. Wir haben auch in den Ländern einiges dafür getan, dass wirklich praktische Integrationsarbeit vor Ort geleistet werden kann. Und ich möchte nur noch mal daran erinnern, bevor Jürgen Rüttger als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen wurde, bevor die CDU dort in Regierungsverantwortung kam, war es so, dass türkische Hauptschulabsolventen aus Bayern im Bereich Mathematik besser abgeschnitten haben als deutsche Hauptschulabsolventen aus Nordrhein-Westfalen. Da sieht man, es gibt auch in den Bundesländern ganz hervorragende und herausragende Beispiele für erfolgreiche Integration. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was die jetzt zu behandelnden Gesetzentwürfe bzw. Anträge anbelangt, gilt es nur mal festzuhalten, dass ein Drittstaatsangehörigen Wahlrecht im kommunalen Bereich gegen die Ewigkeitsgarantie des Grundgesetzes, gegen Artikel 79 Absatz 3 verstoßen würde. Ebenso kann ich mich nur dem renommierten Staatsrechtler Josef Isensee anschließen, der der Auffassung ist, dass ein Drittstaatsangehörigenwahlrecht im kommunalen Bereich auch gegen das Homogenitätsgebot gemäß Artikel 28 Absatz 2 des Grundgesetzes, Artikel 20 Absatz 2 des Grundgesetzes verstoßen würde. Es ist nun mal so, dass das Staatsvolk einheitlich ist. Man kann das Staatsvolk nicht bei einer Kommunalwahl anders definieren als bei einer Landtags- oder bei einer Bundestagswahl. Und deswegen ist es nun mal so, dass gemäß Artikel 20 Absatz 2 das Staatsvolk so definiert wird, dass es die deutsche Staatsangehörigkeit zur Grundvoraussetzung macht. Und deswegen ist es auch richtig, dass das aktive und Wahlrecht sowohl im kommunalen Bereich als auch im überregionalen Bereich an die deutsche Staatsangehörigkeit gebunden ist. Darüber hinaus würde ein kommunales Drittstaatsangehörigenwahlrecht gegen das Völkerrecht verstoßen. Im Völkerrecht gilt der Grundsatz, dass eine Rechtsposition eines Landes nur gewährt wird, wenn nach dem Prinzip der Gegenseitigkeit auch das andere Land die gleiche Rechtsposition dem ersteren Land gewährt. Also auch nach dem Völkerrecht wäre dieser Grundsatz nicht eingehalten. Darüber hinaus, meine sehr verehrten Herren, möchte ich auch klar machen, das Kommunalrecht oder auch der kommunale Bereich kann kein Versuchsfeld sein. Es geht da auch um elementare Entscheidungen, die die Menschen vor Ort teilweise unmittelbarer betreffen als manche Entscheidungen, die auf Landes- oder Bundesebene getroffen werden. Und ich warne davor, hier das Kommunalwahlrecht so als Versuchskaninchen zu definieren. Abgesehen davon bitte ich schon auch nochmal, sich deutlich vor Augen zu führen, dass in den EU-Ländern, in denen das Drittstaatsangehörigenwahlrecht im kommunalen Bereich eingeräumt wurde, die Wahlbeteiligung durch die Bank bei weit unter 30% liegt. Also man sieht ganz konkret, es wird von diesem kommunalen Wahlrecht für Drittstaatsangehörige nicht Gebrauch gemacht. Und eines, glaube ich, sollte auch in aller Deutlichkeit festgehalten werden. Erfolgreiche Integration kann nicht mit dem Gewähren des aktiven und passiven Wahlrechts im kommunalen Bereich gewährt werden. Die Möglichkeit, sich aktiv und passiv im kommunalen Bereich an Wahlen zu beteiligen, kann erst am Ende einer erfolgreichen Integration stehen. Und darauf gilt es meines Erachtens auch in aller Deutlichkeit hinzuweisen. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Dadilin? Ich bin auch zu später Stunde selbstverständlich noch gerne bereit, die Frage zu beantworten. Vielen Dank, das ist der bayerische Charme. Ich habe mal eine ganz kurze Frage, nur wirklich ganz kurz, weil Sie gesagt haben, hingewiesen haben auf die niedrige Wahlbeteiligung der Drittstaatenangehörigen in den EU-Ländern, wo es das kommunale Wahlrecht für Drittstaatenangehörige gibt. Herr Kollege Mayer, in Deutschland sowohl auf kommunaler Ebene als auch bei Landtagswahlen oder bei der Bundestagswahl beklagen ja sehr, sehr viele Organisationen, auch selbst die Parteien, dass die Wahlbeteiligung immer weniger wird. Immer mehr Menschen bleiben zu Hause.
Würde ich Ihrer Logik folgen, müsste man ja dann auch eventuell den Deutschen die Wahl, das Wahlrecht wieder entziehen, weil sie nicht an den Wahlen sich beteiligen. Sehe ich das richtig? Also sehr verehrte Frau Kugel-Lehn, Sie sehen dies eklatant falsch. Es ist vollkommen richtig, dass wir mehr dafür tun müssen, Ausländer in Deutschland dafür zu interessieren, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, mehr Partizipation an der Gesellschaft insgesamt an den Tag zu legen. Aber ich bin dezidiert der Auffassung, dass dieser richtige Wunsch nicht dadurch erreicht wird, dass man ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern das kommunale Wahlrecht ausreicht. Ganz im Gegenteil. Wenn ich mit Ausländerinnen und Ausländern bei mir im Wahlkreis spreche, dann sagen die nicht, dass es ihr Lieblingswunsch ist oder ihr erster Wunsch ist, dass sie endlich an Kommunalwahlen teilnehmen wollen. Sie sagen, dass sie ordentliche Integrationsarbeit in den Schulen geleistet haben wollen. Sie wollen natürlich auch einen Job, sie wollen Arbeit, sie wollen damit natürlich auch ihre Familie ernähren können. Sie wollen, dass sie, was insgesamt das gesellschaftliche Leben anbelangt, gleich behandelt werden. Aber ich habe noch von keinem ausländischen Mitbürger den Wunsch angedient bekommen, dass er endlich an einer Kommunalwahl teilnehmen möchte. Und vor diesem Hintergrund sehe ich dies derzeit, was die politische Agenda anbelangt, absolut am unteren Ende angesiedelt. Was mir auch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, an ihren Anträgen bzw. Gesetzentwürfen abgeht, dass jeglicher Hinweis daraufhin fehlt, welche Mindestaufenthaltszeit vorgeschrieben sein sollte, damit ein Ausländer sein aktives und passives Wahlrecht im kommunalen Bereich wahrnimmt. Nach Ihren Anträgen bzw. Gesetzentwürfen dürfte schon ein Ausländer, selbst wenn er sich nur 3 oder 6 Monate in Deutschland aufhält, in seiner Heimatgemeinde an der Kommunalwahl teilnehmen. Das ist doch in jeder Hinsicht absurd und vollkommen illusorisch, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Und wenn dann immer wieder der Vergleich gezogen wird, naja, wir haben doch jetzt seit den 90er Jahren das kommunale Wahlrecht für EU-Ausländer. Dann bitte ich einfach auch zu sehen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gilt in Deutschland der Grundsatz, ich muss Gleiches gleich behandeln und Ungleiches ungleich. Und es ist nun mal ein Unterschied zwischen einem EU-Ausländer und einem Drittstaatler. Es gibt in der Präambel, in der Präambel unseres Grundgesetzes schon den ganz klaren Hinweis, dass es unser Ziel ist, uns in die Europäische Union zu integrieren. Es gibt den Artikel 23 des Grundgesetzes. Also es gilt einfach nur mal festzuhalten, dass es ein elementarer Unterschied ist zwischen EU-Ausländern und Drittstaatsangehörigen. Und deswegen ist es meines Erachtens nur folgerichtig und sachgerecht, dass EU-Ausländern sehr wohl das aktive und passive Kommunalrecht, Wahlrecht eingeräumt wird, hingegen Drittstaatsangehörigen nicht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es ist schon hingewiesen worden auf die meines Erachtens sehr bemerkenswerte Rede des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan am 27. Februar in Istanbul. Und wenn man sich da manche Passagen ansieht, ich zitiere nur: Wir sind alle Geschwister, wir sind Kinder desselben Stammes, Ende des Zitats. Dann zeigt dies meines Erachtens schon, wes Geistes Kind Tayyip Erdogan ist. Letzten Endes geht es ihm darum, ein Pan-Türkentum zu schaffen. Und demzufolge besteht einfach meines Erachtens auch die eklatante Gefahr, dass, wenn es das kommunale Ausländerwahlrecht für Drittstaatsangehörige gäbe, natürlich offenkundig die Möglichkeit bestünde, dass auch auf die dann in Deutschland lebenden Türken auch entsprechend eingewirkt werden würde bei Kommunalwahlen. Also die Möglichkeit der Instrumentalisierung ist meines Erachtens beileibe nicht von der Hand zu weisen. Und das ist meines Erachtens auch ein deutlicher Grund, sich vehement gegen ein kommunales, aktives und passives Wahlrecht für Drittstaatsangehörige auszusprechen. Deswegen kann ich nur zum Ende in aller Deutlichkeit festhalten, es ist sowohl den Gesetzentwürfen der SPD-Fraktion als auch dem der Grünen-Fraktion sowie dem Antrag der Linkspartei die Absage zu erteilen. Und ich bitte Sie jetzt endlich einmal, auch diese Argumente zur Kenntnis zu nehmen und diese Debatte über ein kommunales Wahlrecht für Drittstaatsangehörige in Deutschland zu beenden. Lassen Sie uns die Zeit lieber darauf verwenden, uns Gedanken zu machen, was wir machen können, um die in Deutschland lebenden Ausländer noch besser und noch intensiver in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. So.